So, das tun wir mal in die. Haben wir denn noch Kürbisse da? Gucken, haben wir noch Kürbisse? Ein, nee. Samen. Müssten eigentlich auch Kürbisse anbauen. Ja, da wollte ich ja. Da wollte ich ja da hinten. Mal die ganze Wolle da raus. Zack, rote Wolle, haben wir keinen Platz mehr dafür. Prima, wunderbar. Okay, dann muss man unten rein. Ja, es ist alles relativ durcheinander. Das sollte sich aber irgendwann mal ändern. So, Erde, Fichtenholz, Fichtenholz, Tropenholz. Die nicht. So, was wollte ich da hinten jetzt machen? Was hatte ich gesagt? Toilette. Ach was, nee, weißt du, Rex. Ausleuchten wollten wir. Richtig fett ausleuchten. So, 40 Fackeln. Nehmen wir noch mal ein paar mehr. So, jetzt haben wir da gleich einen ganzen Schwung. Und wahrscheinlich haben wir wieder welche übersehen. Kenne ich doch schon. Ja, das sind schon mal so ein Haufen Fackeln her. Okay, also Fackeln haben wir jetzt wirklich genug. Denkt mal bitte dran, dass ihr mich daran erinnert, dass ich da Fackeln habe. Das ist ja wohl wirklich schlimm. So. Dann leuchten wir da mal alles aus. In dem dunklen Gemäuer. Türen. Ja, jetzt habe ich das Holz natürlich da weggetan. So, durch diese Wände jetzt hier, diese Zusatzwände, haben wir natürlich hier ordentlich Platz. Machen wir es mal so. Ordentlich Platz auf Fackeln dran zu packen. So. Wunderbar. Und da nochmal. Welche in hier drin ist eigentlich schon mal sehr schön ausgeleuchtet. Tun wir da noch was hin. Und tun hier noch was hin. Damit das dann symmetrisch ist, machen wir das hier auch so. Und damit das dann symmetrisch ist, tun wir das auch nochmal eins runter. Und wie gesagt, da kommt ja dann Kloster noch in die Deckenbeleuchtung. Dann muss ich mal gucken, ob man hier denn die ganze Beleuchtung dann nicht weglassen kann, die ganzen Fackeln. So, sieht das hier aus? Hier haben wir zwei drin, jawohl. Hier haben wir zwei drin, jawohl. Hier machen wir das mal so, wie da drüben auch schon. Und ja, genau. Und jetzt gucken wir noch mal die erste Etage. Da haben wir hier zwei Fackeln, sehr schön. Da haben wir hier Fackeln, mache ich das mal so. Da haben wir hier jetzt zwei Fackeln. Dann tun wir mal die Fackeln da so hin, hier so hin, da ist ja wieder, ja, das war ein Baufehler, gut, weg damit. Da ist ja das Fenster drin, genau, ich habe gerade überlegt, was das da ist, da oben, das Dachfensterchen, so, das so hin, hier zwei Fackeln,
Dann hier waren über den kleinen Fenstern, ja. Und dann hier zwei Fackeln. Und dann hatte man da drüben rechts und links. Und hier auch. So, und jetzt gehen wir nach ganz oben. Und da ist wahrscheinlich überhaupt ganz blöd nur ausgeleuchtet. Hier geht's noch. Tun wir mal auch hier noch Fackeln auf die Ecken. So, hier ist auch ausgeleuchtet. Das ist besser als ich dachte. So, wie sieht's hier aus? Hier haben wir auch ausgeleuchtet. Und hier haben wir auch ausgeleuchtet. So, da sind wir doch eigentlich ganz zufrieden damit. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen Schnee schütten. Hier war kein Schnee mehr da. Hier war auch kein Schnee. So, also wie gesagt, da fehlen noch so ein paar Sachen, so ein paar Fenster fehlen noch, es fehlt noch so ein bisschen Inneneinrichtung. Aber ich denke mal, das Gebäude ist jetzt soweit dann doch fertig. Und mir gefällt es. Und das ist die Hauptsache. Und wenn es euch auch noch gefällt, dann ist das noch besser. So, da kommt hier noch Glowstone unten dran. Also so eine ähnliche Lampe habe ich mir dann auch im Lager vorgestellt. Denn diese Lampenkonstruktion kann man sowohl hier machen, in diesem eher traditionellen, repräsentativen Gebäude aus älterem, so ein bisschen mit älterer Anmutung heißt das, glaube ich. Tun wir hier auch nochmal einen hin. So. Treppe jetzt mit ein wenig abgesetzt. Ja, wo wollten wir denn noch unsere? Hier hatte ich noch. Lasse ich das hier offen? Oder mache ich da noch zu? Hier kommen noch Fenster rein. Dass man dann hier von außen auch. Also ich finde, der Blick ist eigentlich schön. So, das merke ich mir jetzt mal für den Screenshot dieser Folge. Oder überhaupt für einen Screenshot. Der Blick ist schon toll. So. Ist genau richtig. Das ist also wirklich farblich sehr schön mit dem dunklen, hellen. Nee, es gefällt mir. So, und hier ist dieser Stein, wie gesagt, der daran erinnert, dass Redskinos das Schloss Rummelsdorf erraten hat. Und hier können wir noch mal ein bisschen ordentlicher arbeiten. So. Und hier drin hängt dann das Geschenk von Tom, T-O-M, T-O-M. Ja, ich glaube, da haben wir einen guten Platz für die beiden Bilder gefunden. Das seht ihr dann natürlich nicht, wenn ihr mit einem anderen Texture Pack spielt. Ne? Das habe ich jetzt nur bei mir im Texture Pack drin, diese Fotos. Wenn ihr also Misa nehmt oder von den Porkchops oder dann kriegt ihr da irgendwas anderes, vielleicht sogar irgendeinen Vorhang oder einen Kühlschrank oder eine, weiß der Geil, was die da in ihren Bildern drin haben. Ich habe keine Ahnung. So, als nächstes ist dann natürlich hier das Lager dran. Das ist das nächste Bauwerk. Türen brauche ich noch, Fenster brauche ich noch. Kriegen wir das noch hin heute? Wo ist denn die Sonne? Nee, gut. Aber wir brauchen auch Eisen. Oder machen wir das nochmal schnell?
den Türen und Fenstern. Türen und Fenstern. Haben wir denn noch Fenster genug? Natürlich haben wir noch Fenster genug. Irgendwie haben wir mal sehr viele gebaut. Jetzt Türen. Türen. Zwei Türen. Passt ja wunderbar. Passt wunderbar. Und dann müssen wir noch Fenster einsetzen dann. Das machen wir jetzt noch schnell, bevor wir uns ins Bett legen. Die Türen waren hier drin. Die beiden Türen, Holztüren. Kann man die eigentlich jetzt schon stapeln? Nee, das kommt aber, glaube ich, bei einer der nächsten Versionen, habe ich gelesen. Vielleicht sogar schon bei 1.8. So. Opa natürlich jetzt einmal spiegelverkehrt, einmal nicht. Okay, kann man nichts ändern. Und jetzt gehen wir nochmal oben hin und machen schnell die Fenster rein. Da, wo wir sie noch nicht haben. Und dann gehen wir die Haie. Es hat jetzt doch länger gedauert hier, als ich dachte, mit diesem dieser Dingenskram hier. Und dann gehen wir in die Mine runter oder ja, oder mache ich sonst wo eine Mining Tour. Das muss ich gleich nochmal sehen. Weiß ich jetzt noch nicht. Hier ist die Treppe. So.